Ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, welche Idioten laufen da hoch, ne? Komm! Alex, was ist denn los? Die können kein Fußball spielen. Habt ihr das auf der Kamera drauf, wie der gelaufen ist und den armen Jungen den Ball abnehmen wollte? Sonst denken die Leute, ihr seid besoffen. Scheiß auf Glanz und Glamour oder irgendwelche Weltstars. Die Hauptsache ist Handarbeit gefällt das. Dieser Track ist für dich. Ich hoffe, du behältst, was doch wichtiger ist. Handarbeit gefällt das. Wer achtet heutzutage schon darauf, ob du Geld hast? Entweder du bist nix oder Handarbeit gefällt das. Was ist schon eine Villa und Ferrari mit Stellplatz, wenn du nicht sagen kannst? Handarbeit gefällt das. Wir sind hier bei Ed Baker, lieber Handarbeit. Wir sind Royal Flush, die coolste, schönste und talentierteste Fußballmannschaft aus Köln. Royal Flash. Wie kann man seine Mannschaft Royal Flash nennen? Spielen wahrscheinlich zu viele Karten oder zocken zu viel. Mal schauen, ich bin gespannt. Und was ist das? Abda Atbaka? Was soll das heißen? Auf jeden Fall sehen die schon mal fresh aus. Wir sind vor etwas mehr als 10 Jahren aus einer Pokerrunde entstanden. Daher auch der Name Royal Flush, wie man so schön in meinem Suff spontan... Habe ich recht gehabt. Aus einer Pokerrunde. Die Jungs, die können wahrscheinlich feiern. Ja, hoffentlich können die auch so Fußball spielen. Wer sich Royal Flash nennt, geht zu 100% immer all or nothing. Dann lass uns heute mal bei dem Training all in gehen. Spontane Ideen hat, haben wir direkt eine Fußballmannschaft bei der Bundesliga angemeldet, das erste Spiel bestritten, sind 1-0 in Führung gegangen, haben dann aber 29-2 verloren. Was soll ich dazu sagen? 29-2 verloren beim ersten Spiel. Normalerweise direkt wieder abmelden, ne? Ich bin gespannt, wieso, weshalb, was sie können. Lass mal weiterhören. Wir haben grandiose Saison gespielt, 2-3 Mal am grünen Tisch gewonnen. Und am Ende sind wir aufgestiegen und ja, wo wir sagen, wir wissen gar nicht warum. Müssen uns jetzt natürlich in der neuen Liga behaupten, brauchen einfach da tatsächlich ein bisschen Expertise, Unterstützung. Erstens, Sie spielen in der bunten Liga. Was ist denn die bunte Liga? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber das werden die mir wahrscheinlich nachher, vielleicht hier noch, aber wenn ich sie treffe, nochmal sagen. Aber die sind aufgestiegen. Deswegen, so ein bisschen müssen die was können. Talentfrei. Aber kommen aus Köln. Das ist schon mal positiv. Die Kölner Mannschaft. Bestimmt alle FC-Fan. Die Saison läuft nicht so gut für den FC. Es geht um einen Abstieg. Vielleicht die eine oder andere Trainingseinheit, um uns ein bisschen fitter zu machen. Fahren zusammen oder sind wir nach Amsterdam gefahren. Wir fliegen nach Mallorca. An der Theke sind wir wirklich gut. Aber wir müssen das noch auf den Fußballplatz umsetzen. Ich glaube, die Kondition, da kann man dran arbeiten. Ich glaube, wenn wir mit Medizinbällen Berg rauflaufen, das könnte uns helfen. À la Felix Magath. Also, die wollen den Felix Magath haben. Mit Medizinbällen, ja, ich weiß nicht, ob ich unbedingt Medizinbälle mitbringe. Da muss ich ja selber erstmal tragen, das ist schon schwierig. Aber ich kann Felix mal anrufen, mal gucken, was er dazu sagt. Und dann finden wir eine andere Übung ohne Medizinbälle, um euch fit zu machen. Ihr habt Glück, dass Peter Neururer nicht da ist. Der hätte euch vernichtet. Micha, du als Dortmunder, würdest du trotzdem mit dem Hans da anstoßen? Ich habe ihn als Leverkusener Spieler in Erinnerung behalten. Ja, wie es überall so ist, ne? Da, in jeder Mannschaft, da gibt es auch Dortmund-Fans. Aber im Amateurbereich, da ist es egal, ob man Dortmund-Fan, Schalke, Leverkusen-Fan ist. Wir spielen und haben Spaß miteinander. Da ist ja das Schöne. Und dann trinkt man auch miteinander oder man hat so Reibungen, da ist ja das Gute und dann gewinnt der eine mal der andere und das macht es aus. Also getrennt in den Farben, gemeinsam für das Gute. Wünsche sind leistungstechnisch, dass wir drinbleiben in der Liga, absolut. Dass wir fitter werden. Der Hans wird bestimmt unsere versteckten Talente noch finden. Also ohne Hans Platz 8, mit Hans Platz 3. Hans, du hörst schon, wir brauchen nicht für einen Aufstieg. Du wirst eine geile Zeit mit uns haben. Royal! Flash! Royal! Flash! Royal! Flash! Ja, eine geile Truppe. Schon spannend. Die drei Jungs auf jeden Fall haben ihre Mannschaft gut beschrieben, sind momentan Achter. Ich werde auf jeden Fall mit denen Gas geben, damit sie aufsteigen oder auf jeden Fall oben mitspielen. Also, trinken können die sowieso wie jede Amateurmannschaft. Aber die wollen ja den Felix Magath ein bisschen Gas geben. Und das werden wir hier in Köln machen. Also, bis nachher, Roy Flash. Ich freue mich auf dem Weg zur bunten Liga, zu Roy Flash. Hier in Köln, bei mir zu Hause, in meinem Wohnzimmer beim FC. Quatsch. Wir trainieren hier auf der Jahnwiese. Die haben keinen eigenen Platz. Wahrscheinlich ist das so in der bunten Liga. Ich bin gespannt, was sie dazu sagen. Weil irgendwann wird es ja auch dunkel, dann kannst du nicht trainieren. Hier ist kein Flutlicht. Von
September bis Ende März, Anfang April ist es dann Spiel in der Soccer World. Mhm. Aber ihr spielt dann nicht in der Soccer World? Nee. Nicht spielen. Nee, ihr spielt dann trotzdem noch. Nee, ihr spielt auch. Schon draußen. Ne? Ja. Super Rasenplatz, super Bedingungen. Ich freue mich auf die Mannschaft. Also, peace. Ich bin in der bunten Liga 3 angekommen. Nicht Bundesliga, sondern bunte Liga. Bei Royal Flash. Es gibt keine Umkleide, wenig Bälle und wie im Amateurfußball kommt jeder, wann er will. Moin, Jungs. Moin. 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 Alles klar? Ja. Wollt ihr feiern? Wieso? Wie, echt? Ja. Hab ich nicht mal gesehen. Hab ich nicht mal. Und wie war's? Ja, gut. Echt? Ja, sehr, sehr gut. Dankeschön. Einer, der euch kennt, hat mich gerufen. Das habt ihr jetzt davon. Ich hab euer Videonachricht gesehen. Einige von euch haben die wahrscheinlich nicht gesehen. Und ihr wolltet Training à la Felix Magath. Wer hat das gesagt? Eins dazu sagen, ey, Felix Magath, seine Trainingseinheiten sind natürlich legendär, aber auch sehr, sehr gut. Echt, du kriegst natürlich Kraft, Power, um auch so eine 90 Minuten wirklich Gas zu geben. Ne? Wir werden schon eine gute Einheit machen. Soll sinnvoll sein, aber soll auch Spaß machen. Wir wollen von beiden etwas haben, damit ihr am Mittwoch das schwere Spiel gegen den Nationalspieler Jonas Hector gewinnt, dass ihr den da auseinandernimmt mit einem Training von mir. Und wenn das klappt, dann hau ich das überall raus. Wenn das nicht klappt, war ich nicht hier. Jonas Hector hat seine Karriere beendet. Der spielt auch in der bunten Liga. Spielen wir doch gegen Jonas Hector. Also seid ihr motiviert? Motiviert. Besserer Zeitpunkt hätte nicht kommen. Weil Jonas Hector damit spielt. Also wollt ihr einen Nationalspieler zeigen, wie es abgeht in der Bundesliga? Wir wollen gewinnen. 3 Punkte gewonnen und ganz klare Sache. Sehr gut. Deswegen bin ich ja hier. Ja. Wir machen uns warm. Wie macht ihr euch normalerweise warm? So sind wir jetzt gerade warm. Okay. Ich muss ein paar Sachen aufbauen. Dann was Koordinatives. Der Koordinationsleiter, gehen ein bisschen in schnelle Füße, machen Passspiel, vielleicht noch Torschussspiel und dann war es das. Okay? Habt ihr Bälle und Leibchen und Hütchen? Leibchen haben wir und 3 Bälle. Ah, super, 3 Bälle für. Wie viel sind wir? 18 oder so? Wir. Geil, 3 Bälle, super. Für jeden einen Ball. Kriegen wir hin, dann haben wir ja Spaß. Ihr wollt wirklich wie Felix Magath trainieren. Wenn wir keine Bälle haben, hat Felix immer gesagt, dann gehen wir laufen. Du guckst nach den individuellen Stärken. Die meisten müssen laufen, aber es gibt 3, die mit dem Ball spielen. Und das sind, welche 3 sind das? Ich muss eigentlich nur mit dem Ball. Zur Trainingseinheit. Ich habe, glaube ich, ich habe noch Bälle im Auto. Ich weiß aber nicht, ob die aufgepumpt sind. Mal gucken. Ja, dann ist doch perfekt. Ja, Luftpumpen habt ihr genug. Weiß ich ja noch nicht. Gucken, werden wir sehen. So wie ihr aussieht, seht ihr eigentlich alle richtig fit aus und sieht geil aus. Sieht auch immer geil aus. Wir warten ab. Ne? Ich habe schon viele Mannschaften trainiert, die sahen geil aus und danach waren die noch geiler. Also, ich muss was aufbauen. Macht euch warm. Schon beim Warmmachen zeigt sich, warum Royal Flash in der Fußballnahrungskette ganz unten steht. Ist es ein 5 gegen 2 oder doch ein 4 gegen 0? Besser irgendwelche Bälle als gar keine Bälle, ne? Aber bunte Liga ist das, keine Ahnung, für wen, wer kann da mitspielen? Jeder. Also jeder du kannst einfach eine Mannschaft gründen, sagen, du startest in der bunte Liga. Ja. Und kannst auch aufsteigen dann, oder wie? Kannst auch aufsteigen. Wo steigst du dann auf? Von der bunte Liga in die? Von der 4. bunten Liga in die 3. bunte Liga, okay. Und so weiter. Und am Ende spielst du um die Meisterschaft. Kein Problem, ihr könnt ihn weghauen. Ich glaube, wir müssen wirklich Krafttraining machen. Sie, die haben keine Kraft, die Tore wieder rüberzuschieben. Wie in der Bundesliga müssen die Tore reserviert und das Netz angebracht werden, sonst gibt es kein Spiel. Wir machen immer das, was ihr auch sonst macht, gar nichts. Gar nichts. Ihr trefft euch und spielt, habe ich gehört. Ja, also es war halt, die waren sehr alt und sehr ausgedünnt. Mhm. Dann haben sie gesagt, Fabi, kannst du übernehmen? Und dann habe ich nach und nach alle meine Jungs geholt. Okay. Und jetzt 25, 28 Mann-Kader. Okay, ja, wo man dann immer so genau, nicht halt immer dabei sein muss, so wie man kann und Bock hat. Genau, und so. Das ist halt nicht verpflichtend. Ne? Das ist auch ganz wichtig bei uns.
Wir spielen auch deswegen in der Bundesliga und nicht in der Kreisliga. Das ist, ja, ist halt keine Pflicht. Also du musst nicht zum Training kommen, aber es wäre schön. Und wir machen natürlich auch ein bisschen Druck immer und sagen, komm, einmal, zweimal im Monat möglich sein, dass ihr kommt. Und das schaffen die meisten. Jungs, wir gehen hier kurz in die Koordinationsleiter rein, machen ein paar Übungen, ein bisschen um reinzukommen, koordinativ, um ein paar Übungen dann zu machen. Danach gehen wir in die Passform, okay? Ich mache die Übung immer vor. Erste Trainingsform bei Royal Flash. Wir haben die Koordinationsleiter gemacht. Immer wieder geil bei Amateurmannschaften, Koordinationsleiter. Wir gehen seitlich erstmal rechts hier rein, raus, 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 raus, rein, raus, raus. Alex, was ist denn los? Was ist denn los? Hintere Bein muss rein, hintere Bein muss rein, hintere Bein muss rein. Genau, hintere Bein muss rein. Brecht euch nichts. Ja, ja, ja. Bleib, drin bleiben, genau. Ja, ja. Ja, 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 genau. Stopp, 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 stopp. Wir müssen das richtig machen. Sonst denken die Leute, ihr seid besoffen. Du hast gesehen, der eine andere, ey, Koordination, das lieben die nicht, die können das nicht. War schwierig. Wir sind nicht irgendwo im Sixpack im Tanzen hier. Das machen wir nicht. Hauptsache, ihr macht das richtig. Es geht jetzt erstmal um das richtig zu machen. Da ist wirklich hier rein, der bleibt drinnen. Dann nach vorne, bleibt drin, der vorne. Und den einen anderen muss ich zeigen, wie man bestimmte Bewegungen da rein macht. Aber wenn die das langsam gemacht haben, dann hat das schon funktioniert, dann ging das. Genau, genau. Jetzt den. Ja, und dann jetzt den da rein, da nach vorne, genau. Den da rein und darüber. Den da vorne. Den da rein und da raus, okay. Genau. Aber es gab auch ein, zwei, die haben das richtig gut gemacht. Das sind meistens die jungen Spieler gewesen, die haben das echt, echt gut gemacht. Hey, Applaus! Du konntest das. Ja, ich komme nicht aus dem Fußball, ich komme aus dem Hockeysport. Aus Hockey, okay. Ich habe hier beim Rot-Weiß gespielt. Und da habe ich halt 18 Jahre oder sagen wir 16 auf die Leistung. Okay. Aber jetzt halt. Ja, auf Fußball gewechselt, jetzt ist es ruhiger. Ja, natürlich, vom Hockey muss man das natürlich auch so können. Jede Woche, ne? Athletiktraining. Deswegen. Wie fandest du das? Was war gut, was war nicht so gut? Das war alles gut. Jetzt würde ich das doch mal richtig so können. Weil ich habe ja gesehen, so, du hast ein paar... Gesteigert, oder? Habe ich paar, ja, das auf jeden Fall. Aber du hast am Anfang so ein paar Schwierigkeiten gehabt. Warum? Weil das sonst so nicht macht. Am Anfang kannte ich das nicht, aber nachdem du uns das mal gut gezeigt hast, wie das funktioniert, dann hat es plötzlich Klick gemacht. So denke ich mal, ist das im Spiel auch mitgekommen. Ja, ich hoffe. Klick machen, ne? Ja? Rein? Ja, und den jetzt nach vorne? Nee, nicht. Der lass den drauf. Ja, nach vorne, genau. Wer ist immer Dienstag gekommen? Und nach vorne, ja, genau. Hey, was war los? Hey. Richtig, richtig, richtig. Geh nächsten. Super Jungs. Super Jungs. Wenn man was Neues macht, kommt es darauf an, wie oft man das wiederholt, wie man da reingeht und dann passt das schon. Ich fand es sehr gut, also mal was Neues anstatt unser normales Training. Ich sag mal so ein bisschen Koordination. Ist jetzt ja nicht unsere Stärke, aber ich denke, da ist Potenzial nach oben. Deswegen haben wir auch Hans gerufen. Ich denke, jetzt sind wir richtig fit für Mittwoch. Wir spielen an, du lässt klatschen und ich spiele den hier rein und du spielst den dann dahin. Der lässt klatschen, du spielst ihn da rein. Dann sind wir in die Passform gegangen. Ich habe ein Viereck aufgestellt mit den Hütchen. An jedem Hütchen ein Spieler, an einem Hütchen zwei Spieler. Zwei Kontakte, Annahme, weiterpassen, in Uhrzeigersinn und noch mit mehreren Formen. Nein, du lässt ihn klatschen. Anständige Pässe, konzentriert euch. Langsam, nicht so schnell laufen, nimm den Ball an. Nein, du musst immer klatschen lassen. Da habe ich kurz gedacht, ey, die können kein Fußball spielen. Das war am Anfang schrecklich. So einfache Sachen, einfach passen, annehmen, um die Hütchen rumlaufen. Da ging es in innen rein, an Mann vorbeigepasst, richtiges Chaos. So war ich auch ein bisschen sauer, weil das hat einfach was mit Konzentration zu tun. Wirklich Fokus jetzt, wir wollen einfache Pässe spielen. Deswegen habe ich da auch mal kurz angehalten, denen noch mal gesagt, ey, fokussieren, das sind einfache Sachen,
die kann ich verlangen von euch. Und dann siehst du, haben die so ein bisschen Späßchen gemacht, aber dann habe ich die so ein bisschen bekommen, weil die nicht wollten, dass sie ganz blöd aussehen. So, und dann haben sie sich konzentriert und dann ging es auch. Dann hat das funktioniert. Dann war es natürlich schwer, aber weil ich den Schwierigkeitsgrad erhöht habe. Manchmal sieht das ja einfach aus, Fußball. Die einfachen Pässe zu spielen, aber darum geht es. Die einfachen Pässe richtig zu spielen. Das entscheidet dann manchmal, gewinnt ihr oder verliert ihr. So, der ist ganz frei und dann macht ihr, dann geht er mal rein. Ja, und wenn ich den, und wenn ich das anständig mache und der ist da, dann spiele ich den aber so, dann geht er dahin. Und das ist ja nichts anderes, hier greift ja keiner an. Ihr könnt euch den Ball nochmal vorlegen, wie ihr wollt. So, und dann den anständigen Pass zu spielen. So, das ist eine Konzentrationssache von, wie viel Mal komme ich jetzt dran, wie lange dauert das, bis ich wieder dran bin, mich zu konzentrieren. Jetzt habe ich den Ball anständig dahin zu spielen und das war's. Ich kenne euch schon. Klatschen! Das seid ihr nachher. Hey, habt Gefühl da rein. Alex, hab ich gesagt, Gefühl, ne? Wenn das nicht da ist, ne? Desto öfter die es gemacht haben wieder von der Wiederholung, dann hat das funktioniert. Ganz locker, genau. Genau. Ganz locker, genau. Genau. Super. Gut, Fabi. Geht doch. Gut, Jungs, ihr macht das Weltklasse hier. Hans ist da ja nicht nur fußballerisch, sondern mental. Eine Maschine. Aber jetzt, wo die aufgestiegen seid, merkst du den Unterschied? Ja, ja, der Unterschied schon. Echt? Ja, ja, voll. Also ich würde sagen, erste Bundesliga spielt auch schon ein ganz gutes Bällchen, zweite auch schon. Okay. Das ist schon, ja, ist dann nicht mehr nur noch Kick and Rush. Okay. Ich habe gehört, Bierpause. Komm, dann Bierpause. Danach machen wir was Schönes, damit der Bier wieder rauskommt. Wegen den anstrengenden Warm-up gibt es jetzt eine Bierpause und Shisha-Pause. Ich hoffe, der Felix tötet sie jetzt nicht. Sehen, wir haben hier extra hier Treppen hingebaut. Wer merkt das schon in den Muskeln? Ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, welche Idioten laufen da hoch, ne? Und jetzt müssen wir das machen. Ganz ehrlich, ihr habt einfach nur Glück, dass der Felix nicht konnte. Ich will euch einfach nur kotzen sehen. Bei so einer Übung müsst ihr alles geben, ihr müsst kotzen. Das ist ja so eine Übung, so, wo man ein bisschen Kraft haben muss. Sind die Treppen einzeln hochgelaufen, hochgesprungen, ein bisschen mit Tempo, wettkampfmäßig. Und da war ich echt erstaunt. Da ist ja normalerweise gar nichts für Amateurmannschaften, die wollen einen Ball haben. Und da haben die richtig gut mitgezogen, sind richtig geil abgegangen. Maschinen und komm! Gutes Tempo, komm! Komm! Gut! Gut, ihr Maschinen! Haben sich gegenseitig gefeiert und das fand ich echt toll, so, dass sie das so gefeiert haben, mitgezogen sind. Da konnte ich echt nicht sagen. Wenn man diese Waden, da müssen wir noch ein bisschen trainieren, aber. aber Hans kommt vielleicht noch mal wieder, danach sehen wir alle so aus. Ja, ich glaube auch. Ja, hier haben wir einmal den Lolo. Das ist natürlich unser Starspieler, der Lady Killer. Ja. Und der Lolo ist gerade noch auf der Suche. Sehr schöner junger Mann. 21 bis 27, blond, brünett, auch Italienerin. Nicht unbedingt, aber am besten Italiener. Wir treffen uns dann auch bei Il Valentino in Rondorf. Die sich melden, das Essen geht auf mich. Das erste Treffen muss natürlich mit Kamera begleitet werden. Danach seid ihr auf jeden Fall frei. Dann könnt ihr mit Lolo machen, was ihr wollt. Jetzt machen wir Torschuss. Ja, da sind wir auch ganz grandios, also wirklich. Ja, du wirst schon sehen, wie das Torschuss ist. Ist ein Torschuss, aber ist auch eine Laufeinheit. Achso, wegen Ball wieder. Wir fangen von dort an. Die schießen, macht er ein Tor, sprintet ihr von dort bis zur Linie und wieder zurück.
macht er ein Tor, sprintet ihr alle hin und zurück. Schießt er am Tor vorbei, dann sprintet ihr alle bis zur Linie und wieder zurück. Hält der Torwart, läuft keiner. Pfosten, Latte ist auch gehalten, ist nix, da muss keiner laufen. Warum liegt der Ball da? Warum liegt hier überhaupt Stroh? Und komm, laufen, sprint! Sprint und zurück, komm, sprint bis zur Linie und zurück, komm! Komm, lauf! Komm, Alex, du faule Sau! Und komm! Komm! Und zurück, komm! Sehr gut! Und komm, Weiß, komm! Laufen! Und zurück! Sehr gut! Und komm, Wechsel! Und komm, Weiß, lauf! Komm! Bis zur Linie! Und wieder zurück, komm! Gut! Komm, Orange, komm! Komm, Alex, du faule Sau wieder! Und komm! Gut gehalten, gut geschossen. Oh, gut gehalten. Wie auf einmal vom Torschusstraining das so anstrengend werden kann, ne? Und dabei seid ihr selber schuld. Ich hab nichts gemacht, ich hab gar nichts damit. Wir müssen einfach das Tor reinmachen. Und der Torwart muss halten. So einfach ist das. Hey, sag dir mal unser Ball. Ja, war der unser Ball? Da passiert das Unglaubliche. Wir denken, dass ein Junge uns einen Ball geklaut hat. Und wir legen einen 100-Meter-Sprint wie Usain Bolt hin. Ist das echt? Ja. Der hat den Ball echt. Um herauszufinden, das ist nicht unser Ball. Wir entschuldigen uns bei dem Jungen, dass wir gedacht haben, er würde einen Ball klauen. Ne, ist sein Ball. Ne, der war nicht. Habt ihr das auf der Kamera drauf, wie der gelaufen ist und den armen Jungen den Ball abnehmen wollte? Zum Abschluss haben wir dann noch ein Spiel gemacht. Da hast du richtig gesehen, dass das ihr Element ist. Spielen, miteinander gehen. Da hat man, im Spiel hat man dann nochmal richtig gesehen, dass sie was können. Dass die auch Ehrgeiz haben und nicht verlieren wollen. Da habe ich auch kurz mitgespielt, da war im Tor. Und das hat mir einfach gefallen. Die Mannschaft ist echt cool. War eine coole Mannschaft. Hat mich gefreut, die zu trainieren. Geile Charaktere, geile Jungs. Perfekt. Jetzt machen wir ein Spiel, Abschlussspiel. War mega geil. Mittwoch bin ich leider nicht da. Sag ja, wenn ihr gewinnt, dann war ich dabei. Ne? Wenn nicht, dann war ich nie da. Ja! Das ist Alex aus, damit habt ihr große Chance zu gewinnen. Hey. Kannst du mal die Wahrheit sagen? Hast du nicht mal gesagt, wenn Alex dabei ist, ne, dann habt ihr große Chance zu gewinnen. Ja. Das ist natürlich eine besondere Ehre. Und wir sind auf jeden Fall bereit für Mittwoch. Dankeschön für den grandiosen Sonntag. Hat Spaß gemacht mit euch. Wer weiß, vielleicht komme ich wieder. Also Hans ist immer willkommen. Hans darf zu jedem Spiel kommen, zu jedem Training. Kochen sein Lieblingsgericht. Hans kann kommen, wann er will. Schnee, Sonne, Regen. Immer willkommen. Royal Flash, also Leute, schaut euch die Jungs an. Bunte Liga. Ich bin gespannt, wo ihr am Ende landet. Ich hoffe, dass ihr wirklich ganz oben landet. Vielleicht auch einen Aufstieg. Wer weiß. Wer weiß, wer nicht träumt, der nicht wagt. Also, ciao Jungs. Ciao.
Besten Dank. Danke. Dankeschön. Ja, vielleicht seht ihr mich. Ja. Doch. Ja! Zwei Zweig gegen die Mannschaft von Hector. Wahnsinn. Ich glaube, die Jungs haben am Anfang selber nicht dran geglaubt. Aber ich habe dran geglaubt, dass die da was reißen können. Und haben einen Punkt mitgenommen. Besser geht's nicht. Doch, wir hätten gewinnen können. Aber daran haben die, glaube ich, vorher nicht gedacht oder nicht gehofft. Oder haben gedacht, die sind nicht so gut. Aber jetzt wisst ihr, eine geile Truppe. 2-2 geworden. Ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch. Mission erledigt, ein Punkt geholt. Besser geht's nicht, mehr kann ich nicht machen.